Ja, und damit herzlich willkommen zurück bei Let's Play Prison Architect auf dem Kanal von Kaffeebecher LP mit mir, dem Gurubai. Und wir legen los. Da wurde was gefunden. So, die draußen bauen erstmal weiter hier. Das ist nämlich wichtig. Was ist denn hier? By walls and doors? Aber das ist doch... Wie kann das denn sein, dass es nicht ist? Open. Normal. Ist da keine... Wobei, warte mal. Das kann natürlich sein, dass das hier... Und jetzt? Das verstehe ich nicht. Im Prinzip müsste das halt enclosed, surrounded by walls and doors. Eigentlich müsste halt hier überall eine Mauer sein. Ist es ja auch. Keine Ahnung, was deren Problem ist. Machen wir die nochmal weg. Und hauen da einfach nochmal zwei neue rein, wa? Da und da dann. Gucken wir mal, ob das was bringt. Außerdem müssen wir hier nochmal die Mauer wegreißen. Da zumindest. Go, go! So, das hat funktioniert. Das nehmen wir weg. Wie funktioniert das jetzt? Jetzt erkennt er die als Zelle. Scheinbar. Naja, mir soll das gleich sein. Wir verlegen dann hier erstmal den Strom rein. So. Außerdem können wir nochmal einen Kapazitor ranbauen. Haben wir zwar nicht so nötig, aber sicher ist sicher. Harte Zeiten können immer mal kommen. Und dann würde ich da gerne eine Jail-Door reinbauen. Und das dann zum... Wie heißt das denn? Wo ist das denn? Kann ich das gar nicht? Wo ist der denn? Medizinraum. Da. Ach, warte mal. Das ist natürlich peinlich jetzt. Das hätte ich natürlich hier mal forschen müssen. Also dauert das nochmal kurz. Einmal speichern. Dann können die einfach nochmal einen Raum bauen. Der muss auch nicht so groß sein. Und zwar hier. Ja, das ist cool. Und da bauen wir nämlich eine Staff-Only-Tür rein. Und hier bauen wir dann einfach, bauen wir gar keine Tür rein. Weil das wird nämlich, wann kann ich den Raum machen? Das ist da, wo die Toten reinkommen, da brauchen wir auch Health für. Health wird jetzt gleich, ist gleich fertig erforscht. Da bauen wir auch nochmal den Strom rein hier. So. Das passt dann. Ach ja, da ist eine Jail Door. So. Unsere Leutis hier laufen nun schön geschmeidig rum. Was ich noch machen wollte, ist eine Patrouille hier rumschicken. Der dann einfach mal in den Zellen rumläuft. Oder vielmehr bei den Zellen rumläuft. Einer reicht. Die anderen haben ja auch Sachen zu tun. Klingeling. Was hat das zu bedeuten? Es bedeutet meistens immer irgendwas nicht Gutes. So, da sind jetzt schon mal Besucher da.
Bei wem sind die zu Besuch? Kommt er gleich? Ah, da ist er. Ah, er freut sich schon. Endlich sieht er seine Familie wieder. So, ach so, Health wurde jetzt erforscht. Das heißt, ich kann jetzt hier erstmal die Geschwindigkeit wieder runter machen. Und zwar mache ich jetzt einmal hier das Krankenzimmer rein. Wunderbar, dafür brauchen wir nämlich noch ein Krankenbett. Stellen erstmal zwei Doktoren ein. Ist das Dr. Formel? Dr. Formel! Sind Sie das? Dr. Formel! Dr. Formel von Dr. House. So, Medical Bed. Kriegen wir welche hier hin? Eins hier unten. Können wir auch eins hier oben hinbauen. Können uns eigentlich mehr kaufen, ne? Aber wir lassen das mal so. Wir lassen es erstmal hier so. Die Medical Beds. Außerdem bekommen wir dann hier das Leichenschauhaus. Ist egal, wie groß es ist, naja. Und das braucht was? So ein Molgor Slab. Achso. Verstehe. Das sind so die Untersuchungstische. So, das haben wir schon mal. Und jetzt brauchen wir nur noch einen Psychologen. Das mache ich gleich. Erstmal hauen sie das Zeug raus hier. So. Das passt auch. Jetzt brauche ich nämlich noch ein paar Offices. Ich könnte natürlich das hier so wegnehmen. So. Und dann kann ich Garbage nochmal... Wo haben wir Garbage? Da. Können wir den Garbage auf jeden Fall nochmal hier vergrößern. Müssen die hier nämlich eigentlich nochmal wegnehmen. Okay, das ist scheiße. Kann ich Garbage nicht weiter früher machen? Dahin. Und den hier ganz wegnehmen? Doch, ne? Ja, cool. Nehmen wir das hier mal weg, nochmal. Ne, warte mal. Machen das hier so hin. Und dann nehmen wir ein Garbage hier weg. Dann machen wir nochmal Delivery hier. So ist es cool, glaube ich. So, meine Hand wird jetzt gerade kalt. Mein kleiner Finger wieder. Wenn ich mich zu doll auf dem Arm abstütze, passiert das manchmal. Das ist schlecht für mich. Das ist schlecht für mich, dass es passieren kann. So, die Frage ist jetzt, wie kriege ich hier die Bürogebäude hin, dass das cool ist. Wenn wir sagen, dahin. Und wir sagen, dahin. Und wir sagen, hierhin. Ist das cool dann? Dann kann ich hier nämlich noch eine... Warte mal, wir können ja auch Türen hier reinmachen, ne? Aber wir gucken mal. So. Brauchen erstmal eine Tür hier auf jeden Fall. Wenn wir die haben, ist alles gut. Da kommt sie. So. Dann jetzt legen wir nochmal hier den Strom rein. Warum geht es denn jetzt nicht? Was, wenn wir dann eine Tür hier oben haben? Geht's dann? Dann geht's. Das geht jetzt auch und das müsste jetzt auch gleich gehen. Wunderbar. Ja, nice. Dann, wir brauchen nämlich noch ein paar Büros. Können wir hier noch eins hinbauen? Wir können auch fast hier noch eins hinbauen. Einfach so, ich weiß gar nicht, ob ich so viele Büros brauche. Aber es ist schon mal wichtig, dass man welche hat. So.
Da machen wir nämlich jetzt Offices rein. Wo haben wir die? Ja, warte mal, damit fangen wir nämlich nicht an. Wir fangen nämlich lieber mit den beiden an hier. So. A4x4 müsste das hier sein. Das ist es nicht. Schade drum, aber warte mal, wir können das hier distumpen. Dann bauen wir den nämlich hier hinten hin, warte. Das dauert noch jetzt einmal kurz, bis sie den weggenommen haben. Dann baue ich den nämlich da hin. Ein weiter, dann mache ich das Office einfach nur ein Stück weiter runter, weil ich möchte es lieber da haben. Dann kann ich das hier oben wegreißen. So, da kannst du wieder eins hinstellen. Dann könnt ihr die Mauer hier einmal wegreißen. Und dann könnt ihr die Mauer hier wieder aufziehen. Genau. Und dann werde ich hier Office. Und dann werdet ihr mir einen Schreibtisch da reinsetzen. Und auch da. Und je einen Stuhl. Und einen Aktenschrank. Genau. Das ist ganz cool eigentlich. Weil wenn die nämlich eingerichtet sind hier, kann ich mir nämlich hier noch einen Psychologen einstellen. Der freut sich darüber nämlich. Das können wir mal kurz abreißen. So. Das ist ganz cool. Da ist jetzt Strom, das können wir auch wegreißen hier. Warte mal, kann ich das nicht so machen hier? Doch, genau, dann reißen sie deine Strom ab. Dann haben wir nämlich noch Kabel über. Das ist, glaube ich, ganz cool. Die brauchen wir dann nämlich nicht. So. Das ist ganz cool, das stimmt. Da habe ich schon recht. Habe ich schon relativ gut gemacht. So. Was sagt die Zeit? Ja, da ist noch ein bisschen was drin. Also, was machen wir als nächstes? Wir machen als nächstes, bräuchten wir nochmal mehr Zellen, ne? Gibt's dafür eine Quest? Zellblock B. 50 Zellen kriegen insgesamt. Das sollten wir schaffen, wenn wir noch einen neuen Block machen. Warum kriegt ihr hier nämlich kein Rohr hin? Warum schafft ihr das nicht? Seid ihr zu doof, oder was? Oder wie? Ah, da kommt jetzt ein Rohr hin. Jetzt müsste es klappen. Wenn er in die Zelltür reinkommt. Okay. Da kommt allgemein irgendwie kein Wasser an. Machen wir da auch nochmal ein großes Rohr hin. Dann ist das so. Speichervorgang. Und, klappt das? Wenn er da reinkommt jetzt. Jo, das passt. 19 Zellen haben wir. Bräuchten gerne noch mehr. To-Do-List. Okay, das. Delete. Machen wir mal nicht auf so schnell. Das passt mir eigentlich ganz gut. Wir könnten eigentlich noch so eine Reinigungskraft einstellen. Die sind nicht falsch zu haben. Kommt er auch nicht raus hier? Kann er doch ruhig. Naja, dann bleibt er halt drin, genauso wie der und der. Die haben auch alle was angestellt, glaube ich. Nur einer geht duschen, die anderen wollen alle nicht. Doch, jetzt wollen sie plötzlich doch. Dauert so lange, sich auszuziehen. So, als nächstes werden wir halt, wie gesagt, den Zellenblock erweitern. Und wie es dann weitergeht, das erfahrt ihr alles in der nächsten Folge bei Let's Play Prison Architect auf dem Kanal von Kaffeebecher LP mit dem Goro bei. Bis dahin. Tschüss.